Bonsoir, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Heute ein wenig Französisch, denn ich bin bald in Paris und ich muss da ein Seminar geben en français. Ich muss mir ein paar Ausdrücke mal wieder aneignen, ein bisschen üben. Und deswegen gucke ich viele YouTube-Filme auf Französisch momentan. Voilà. Ich habe eigentlich gar keine schlechte Laune, weil ich bin nicht short. Das ist schon mal, da bin ich schon mal sehr, sehr glücklich. Aber ich verstehe den Markt nicht wirklich. Unabhängig davon, ich ziehe diesen Film vor, weil wir haben ja dann, am Donnerstag wird gehandelt, falls der eine oder andere sich das fragt, es wird ganz normal gehandelt, aber unbestätigten Gerüchten zufolge ziehen einige Männer mit einem Bollerwagen um die Ecken und singen so Lieder wie Vatertag, Vatertag, der wird für die Leber hart. Ich bin da nicht dabei, ich habe keine Bollerwagen-Lizenz, das ist nicht mein Ding. Deswegen ziehe ich den vor, weil viele werden auch den Brückentag nutzen. Ich habe für euch, für eure WhatsApp-Edition, ein wunderschönes Bild dabei. Dieses hier, ich mache extra die Maus an den Rand, könnt ihr euch einen Screenshot machen. Ich habe so gelacht, als ich das gesehen habe. Es gibt auch welche, am Sonntag ist übrigens Muttertag, nicht wieder vergessen. Ja? Das ist mir auch immer passiert. Ja? Gibt es auch so Dinge, so ähnliche. Also das ist mein Geschenk für euch, für euren WhatsApp-Status. Jetzt kommen wir zum Markt. Und da gibt es so ein paar Sachen, die verstehe ich nicht. Also zum Beispiel Infineon. Finde ich super. Also, dass sie steigen, alles fein. Dass sie so mächtig steigen, naja, ist halt so. Das entspricht dem Markt momentan. Wir haben heftige Aufschläge, wir haben heftige Abschläge. Hätte mich heute Morgen einer gefragt, du, die Infineon gehen heute 13% steil. Und was glaubst du, wie viele Punkte das im DAX ausmacht? Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, vielleicht 12, vielleicht 13. Das ist ein 42 Milliarden wert heute Morgen gewesen. Und jetzt ein bisschen höher. 38 Punkte macht es aus, also in der Spitze. Das ist heftig. Also das habe ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Es gibt hier heute ein paar ganz komische Bewegungen. Nehmen wir doch mal meine Lieblingsaktie, die Siemens. Und da gehe ich jetzt mal auf die Zeiteinheit, 10 Minuten. Ja, das muss man auch erstmal alles irgendwie einem erklären. Ja. Fett runter von 180 auf 173,5 auf 180. Nehmen wir die Rheinmetall. Zack, also ist auch wieder 10 Minuten Chart. Schlupp. Ja. Die Lufthansa, wo sind die? Deutsche Lufthansa, hier. Auf einmal haut es die zum Boden. Ich weiß nicht was, ich habe mir das nicht verfolgt, was da auf der HV heute war. Nehmen wir Warta. Das ist auch der 10-Minuten-Chart. Ja, da waren sie hier noch 10,24. Das war am 6.5. Der 7.5. fängt hier an. Da, bei 10,78, jetzt sind sie 12,20. Ja, ich lüge schamlos, 12,18. Die wurden auch schon pleite gesprochen. Also es gibt ein paar komische Sachen. Und was mir absolut, jetzt gehe ich mal auf den DAX hier, was mich sehr wundert und ich noch nicht wirklich einordnen kann, das ist das hier. Moment. Also der DAX macht 1,5%. Nasdaq nischt, Dow nischt, Stanford nischt. Dann haben wir hier die Swissies, die gehen so ein bisschen mit. Kakaron, gerade mal die Hälfte. Und ATX und so, die waren auch nicht. Eurostoxx auch noch nicht mal 1%. Jetzt frage ich mich, ist der Habeck zurückgetreten oder weiß ich nicht. Ganz merkwürdig. Allerdings war den ganzen Tag, und ich weise gerne immer wieder darauf hin, dieser Freund hier, das Euwax Sentiment, war fast den ganzen Tag zwischen hier, zwischen minus 33 und minus 60. Also ich vermute, was wir hier haben, ist, jetzt sind wir beim DAX, wir haben diese 18.240, von denen ich auch die ganze Zeit sprach, haben wir überboten, fulminant auf Stundenbasis, auf 4-Stunden-Basis, ja, das war, ich möchte nicht sagen mit Ansage, sowas sage ich eigentlich nicht, aber das war, die Wahrscheinlichkeit, dass es steigen würde, war hoch. Dass wir gleich in diesem Ansturm über das obere Bollinger Band gehen, das hätte ich nicht erwartet. Ich selbst habe, jetzt gehe ich mal gleich auf die Stunde, ich habe knapp hinter dem oberen Bollinger Band, das ist jetzt noch ein bisschen gestiegen, das war heute Morgen so bei 18.315, habe ich auch einen Short mal probiert, schnüffelstückmäßig, deswegen habe ich gute Laune, dass das nicht allzu viel war. Irgendwo hier, wo sind wir denn, 18, ja, nee, das habe ich nicht. Was ist denn das hier? 29.04., das ist doch die Stunde, wo sind wir denn jetzt hier? 3., 5.,
7.5. Also hier, da, diese Kerze. Ja, ja, komm, das machst du jetzt mal. Das war 18.315. Meine Spekulation war, dass wir nochmal unter diese 18.240 gehen. Dann habe ich das verkauft. Der Markt fiel 40 Punkte. Dann habe ich gedacht, cool, Stopp, Einstand. Und dann bin ich rausgegangen. Ich wollte es reifen lassen. Ich habe wirklich gedacht, wir gehen wieder hier drunter unter die 18.240. Da sind wir hier. Und wenn ich dann zurückkomme, sind wir irgendwo hier, 18.150. Pustekuchen, ich komme zurück und Bordel de Merdes. Das war annulliert, also vielmehr zum Einstand wieder 40 Punkte verschenkt. Ärgert mich. Aber gut, das ist so. Das geht gegen das, was ich jetzt neulich mal gesagt habe, gegen meinen traderischen Narzissmus. Nochmal ganz kurz zurück auf die, auf den Tag. Nur mal, um das hier klar zu machen. Ich habe jetzt sämtliche Fibos rausgenommen. Es gibt einen Trend, der läuft von hier unten. Der Martin Utschneider zeichnet den gerne ein. Also zum einen, ich bin überrascht, dass wir deutlich mehr gestiegen sind als alles andere in Europa, dass wir das obere Band fett durchbrochen haben, aber wirklich fett. Wir haben dieses Gap hier vom 4.4. geschlossen bei, das war 18.402. Das Einzige, was der Markt momentan hat, ist die 18.575. Die Technik gibt es her, daran zu gehen. Da ist überhaupt kein Deut dran. Ja? Lang, kurz, kurz, zack, wieder hoch. Der dreht auch wieder auf hohem Niveau, aber die Technik ist egal. Die 18.240 war eine ganz, ganz wichtige Marke und ich hätte wirklich Stein und Bein geschworen, der hält sich dann länger an dieser Marke auf. Macht er nicht, der hat es schlicht pulverisiert. So, deswegen, das ist der einzige Widerstand, die 18.575 und die 18.240 sind momentan die erste sinnvolle Unterstützung. Gefolgt dann von der 20-Tage-Linie, die sich jetzt auch schon wieder leicht nach oben bewegt. Ich muss hier aufpassen. Also deswegen, ich gehe nicht short. Ich hatte Longs in Deutsche Bank, Daimler. So toll ist es auch nicht. Und Six, das bringt überhaupt nichts momentan. Aber da habe ich Zeit. Sonst habe ich hier keine nennenswerte Position, muss ich ehrlich sagen. Und auch dieser Short, wie gesagt, der wurde geschlossen. Plus, minus null, ganz toll. Ja, das ist so, dafür lohnt es sich aufzustehen. Hier habe ich die Scheine geändert. Das hier war einer, der war bei 16,8, den habe ich hochgenommen auf 17.852. Das Ding hat einen Hebel von 30, das ist keine kleine Option. Ich denke, was dieser Markt hier macht, ich habe es eingangs gesagt oder angedeutet, dass ich sagen werde, ich glaube, das ist eine Mischung aus einer Buyer Stampede und einem Short Squeeze. Anders kann ich mir es nicht erklären. Ich sehe keine echten Anschlusskäufe. Überall in verschiedenen Chats, in denen ich drin bin, habe ich immer gehört, ich gebe jetzt mal was. Das ist gefährlich. Ja, ich gebe jetzt hier auch nichts. Ja. Ich bin aber auch nicht long. Da bin ich ehrlich gesagt zu feige dazu gewesen, um das zu machen. Außer Daimler und Six. Ja. Und die beiden, die bringen es nun echt nicht. Ja. Muss ich wirklich sagen, das war ziemlich lahm. Insbesondere die Six. Ich habe auch hier den 18.500er Schein rausgenommen. Das war ein Hebel von über 100. Das kann ich nicht machen. Da habe ich jetzt einen gemütlicheren genommen bei 19.306. Ich selbst werde in dem hier 18.916 Positionen aufbauen. Wir sind im Moment bei 18.433. Ja. Wir sind etwas höher als dieses Gap, was ich hier angesprochen habe. Ich habe kein Verkaufssignal. Ich gehe mal hier auf die, gehen wir mal auf die 4 Stunden. Ja, es ist super hoch, aber es ist alles in Ordnung. Das ist eine gesunde Bewegung. Im Sinne von, da ist kein Makel. Dann in der Stunde, ja, das ist das fieser Fuhler hier, ganz fieser Fuhler. Das war die Geschichte, war das der? Ja, das, nee, das war der nicht. War nicht der von mir heute. Auch hier, es passt. Wir hangeln uns am oberen Band hoch, die Bänder gehen auf. Nicht dramatisch, aber sie gehen auf. Also das ist alles noch in Ordnung. Der hat jedes Recht, diese 18.575 zu sehen. Dann wieder zurück auf den Tag. Das hat er. Ich kaufe hier nichts. Dann mache ich lieber nichts und vielleicht finde ich einen Bollerwagen, der mich mitnimmt, ja, damit ich mir den Markt nicht anschauen muss. Aber nein, es ist, ich finde, die Bewegung, insbesondere verglichen mit den anderen internationalen Börsen, für erstaunlich übertrieben. Und ich kann sie mir anders nicht erklären, außer einem Short Squeeze verbunden mit einem kleinen,
Ja, Buyer Stampede. Also, Geld schützen ist das Wichtigste. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.